Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, mal wieder aus einer ganz ungewohnten Atmosphäre hier, zum Hinsetzvideo, was ich ja mega selten mache, in letzter Zeit vor allem. Also ich habe mich ja wirklich in letzter Zeit eigentlich voll auf Vlog spezialisiert, aber es gibt einen Anlass, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, mal wieder ein Video zu drehen, in dem ich wirklich einfach nur hier sitze und mit euch sprechen kann. Man wird wahrscheinlich direkt merken, dass es ein Video ist, das mir auf gar keinen Fall leicht fällt. Und aufgrund dessen hat es jetzt auch so lange gedauert, bis ich dieses Video überhaupt drehe, weil es mir einfach überhaupt nicht leicht fällt, es zu drehen. Ja, aber ich würde einfach sagen, ich beginne einfach mal so ein bisschen zu erzählen. Also ihr wisst ja, die meisten, die mir hier folgen, wissen, dass ich Tänzerin bin. Ich habe euch in Vlog-Formaten ganz, ganz oft mit ins Training genommen, mit auf Turniere genommen. Das schönste Video, was ich, glaube ich, jemals gedreht habe, das emotionalste, was ich hatte, war letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft. Ich verlinke das euch mal gerne, dann könnt ihr es euch mal anschauen. Und ja, ich habe mich einfach komplett mitgenommen in den kompletten Tanzsport. Und ich denke auch, dass das immer ganz, ganz viele interessiert hat. Und ich habe da immer ganz viel Rückmeldung bekommen, dass es euch Spaß gemacht hat. Und mir auch. Also sonst hätte ich es natürlich nicht gemacht. Also Tanzen war immer ein riesen Bestandteil in meinem Leben. Also ich bin... Damals habe ich mit 3 angefangen zu tanzen, weil meine Babysitterin meine allererste Trainerin war. Also meine damalige Babysitterin, die Tamara, hat mich damals zum Tanzsport quasi gebracht. Und ab dann war das so das Größte in meinem Leben. Also ich habe, wenn Kindergeburtstage waren, die aufs Training gefallen sind, es war für mich gar keine Frage, dass ich nicht auf den Geburtstag gehe. Es war für mich einfach immer, Tanzen war für mich die größte Priorität in meinem Leben. Und ich bin ins Teenageralter gekommen und da ging es einfach genauso weiter. Also ich konnte mich nichts hat mir so viel Freude bereitet wie das Training und für nichts war ich so ambitioniert wie fürs Tanzen. Also der Tanzsport war einfach für mich so das in meinem Leben, wo ich die meiste Zeit reingesteckt habe, schon immer. Also wenn ich auch drüber nachdenke, Studium damals, also ich habe einfach immer für alles... Erstmal war Tanzen, Training, das musste klappen, Turniere mussten passen und sowas. Und dann konnte ich langsam mal irgendwie was fürs Studium oder Referate vorbereiten und so. Also für mich war einfach wirklich immer das Priorität. Und es war mir auch immer wichtig, dass wenn ich eine Sache mache wie Tanzen, dass ich da wirklich ambitioniert dran bin. Also ich wollte nicht einfach nur so durchschnittlich sein, ich wollte gut sein. Mein Ziel in der ganzen Karriere war immer, mal deutscher Meister zu werden. Also ich wollte einfach eine der Besten sein. Und zum Glück habe ich das letztes Jahr geschafft und ich bin das erste Mal als Tänzerin, Aktivtänzerin und als Trainerin Deutsche Meisterin geworden, was natürlich für mich das Größte war. Also wenn ich zurückblicke auf 2019, war definitiv der schönste Moment, nicht nur in 2019. Also das ist ein Moment für mich gewesen, der einfach nur unbeschreiblich war, weil da einfach so viel Kraft und Zeit drin gesteckt hat und natürlich kreative Arbeit als Trainerin, das einfach... Unbeschreiblich war das Gefühl, das ich da eben hatte. Ich war ja auch ganz, ganz lange Solotänzerin, was das Ganze natürlich noch mehr Zeit umfasst dann hat. Also als Solotänzerin ist es schon nochmal so, dass man einfach noch viel, viel mehr einfach Zeit damit verbringt, im Training zu stehen, weil man eben sein Solotraining hat, seine Gruppentrainings. Ich war zusätzlich eben Trainerin von meiner Gruppe, in der ich selber mitgetanzt habe. Und ich habe meine Solotänze alles selber gestellt und ich war noch zusätzlich Trainer, also ich bin zusätzlich Trainerin quasi von anderen Solistinnen gewesen. Also es war einfach wirklich ganz, ganz viel Zeit, die ich in der Trainingshalle stande, auf Turnier stande und wo ich eben alles andere immer hinten angestellt habe. Und es war auch immer, immer okay für mich. Wirklich, wie gesagt, für mich war es immer wichtig, dass ich diesen Tanzsport nicht einfach nur so mache, so nebenher und so irgendwie durchschnittlich darin bin, sondern ich wollte einfach die Beste darin sein, genauso wie ich zum Beispiel jetzt die beste Ernährungsberaterin sein will. Also ich habe den Anspruch an mich, dass ich einfach so herausragend in der Sache bin und nicht einfach nur durchschnittlich. Und genau deshalb, weil ich diesen Anspruch an mich habe, ist es jetzt einfach in letzter Zeit immer mehr so gewesen, dass ich darüber nachgedacht habe, wie kriege ich das irgendwie unter einen Hut. Weil wenn ihr mich verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich einfach ganz, ganz viele andere Sachen habe in meinem Leben, die anstehen. Ich habe... mein Social Media, das ganze Business um Social Media herum, das einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt, die ich gerne habe. Also ich stecke da sehr, sehr gerne viel Zeit rein, weil es einfach meine, genauso wie es Tanzen ist, gehört auch zu meiner Leidenschaft einfach. Und es ist inzwischen einfach nicht nur meine Leidenschaft, es ist einfach mein Beruf geworden.
ich bin selbstständig, ich habe mich damals selbstständig gemacht als Fitnesstrainerin und dann bin ich Ernährungsberaterin geworden mit meinem damaligen Fernstudium. Und je mehr ich einfach in dieser Selbstständigkeit drin war, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, dass es total schwierig ist, in beiden Dingen alles reinzustecken. Also so viel reinzustecken, wie ich sag, ich kann die Beste in dem jeweiligen Bereich sein. Weil man kann nicht ein mega gutes, laufendes Business haben und da sich richtig reinhasseln und gleichzeitig auch die Beste im Bereich Tanzsport sein. Wisst ihr, wie ich meine? Und da habe ich immer mehr gemerkt, halt, okay, irgendwie, ich muss jetzt an irgendeiner Sache, muss ich kürzer treten. Dann habe ich aber trotzdem jetzt, ich habe es trotzdem hinbekommen. Also ganz ehrlich, letztes Jahr, ich war schon voll in meinem Beruf drin und ich habe es trotzdem hinbekommen, meine Gruppe als Trainerin zum deutschen Meistertitel zu bringen. Und da bin ich mega, mega stolz drauf. Und bis heute glaube ich, und das kann ich jetzt mal so frei sagen, ich glaube, ich hätte es auch dieses Jahr wieder geschafft, weil meine Gruppe einfach die Beste ist. Also wir hatten einen wunderschönen Tanz und es soll überhaupt nicht eingebildet klingen. Ich bin einfach nur als Trainerin 100% überzeugt von meiner Gruppe gewesen und ich bin es immer noch. Die sind Wahnsinn, diese Mädels. Ich kann es euch jetzt mal ganz klar sagen, ich hätte es mit keiner anderen Gruppe so hinbekommen, weil sie gemacht haben, wenn ich denen gesagt habe, dass sie zu Hause irgendeine Sache machen sollen, Trainingspläne haben sie gemacht. Im Training war Fokus angesagt. Jedes Training war von vorne bis, also von Anfang bis Ende diszipliniert. Alle haben an einem Strang gezogen. Diese Gruppe ist eine Traumgruppe und ich habe versucht, das Beste mir Mögliche irgendwie immer rüberzubringen. Also ich habe wirklich versucht, den schönsten Tanz für sie zu stellen. Ich habe versucht, die kreativsten Sachen zu machen. Ich habe versucht, das Training so zu gestalten, dass es wirklich richtig effektiv ist, dass sie wirklich die beste Kondition haben. Und ich würde sagen, dass es uns auf jeden Fall gelungen ist, dass wir wirklich wahrscheinlich so ein kleines Markenzeichen schon damit hatten, dass wir einfach fit waren. Also bei uns ist es nicht so, also mir war einfach immer wichtig, dass man merkt, dass ich das hinbekomme, auch wenn ich so viele andere Sachen zu tun habe und das wissen meine Mädels voll und deswegen wissen sie es auch immer zu schätzen, wenn ich trotzdem im Training war. Aber mir war einfach wichtig, dass alle wissen, wir kriegen es hin, auch wenn ich busy bin, ich kriege es trotzdem hin, die Gruppe anständig auf die Bühne zu schicken. Und das war, wie gesagt, immer mein größter Anspruch. Und ja, jetzt komme ich eben zu dem, was ich jetzt sagen will. Und es ist mir mega schwer gefallen. Und also, wie ihr merkt, mir fällt es mega schwer. Weil dadurch, dass es mir, wie gesagt, so wichtig ist, dass ich alles halt richtig machen kann, merke ich auch, dass ich mit dem, wie ich einfach beruflich eingespannt bin, nicht mehr 100% dem Tanzen einfach widmen kann. Und das Letzte, was ich will, ist, dass meine berufliche, ja, das Busy-Sein von mir irgendwie negative Auswirkungen auf meine Gruppe hat. Und ich eben immer der Meinung bin, dass wenn ich eine Sache mache, muss ich sie ganz machen und zu 100% anständig durchziehen können oder ich mache sie gar nicht. Und deswegen wusste ich, dass es meine letzte Saison eben ist und ich wollte eben diese Saison eigentlich natürlich wieder mit einem deutschen Meistertitel zumindest enden und dem Ganzen halt ein wunderschönes Ende geben. Und die Mädels wussten das die ganze Saison nicht. Also, wer wusste, dass ich aufhöre, war natürlich meine Schwester Miriam, die auch in der Gruppe tanzt, Simona wusste es und halt ja, enge Freunde, aber die Gruppe wusste davon noch nichts, weil ich einfach nicht wollte, dass die Saison so ein bisschen davon überschattet ist, dass sie wissen, dass es meine letzte Saison wird. Ja, und dann kam natürlich jetzt diese Krise, die wir haben, die natürlich für uns irgendwie alle gerade unmöglich macht, halt zu trainieren. Die Turniere wurden einfach abgebrochen, wir haben 3 Turniere getanzt, wir hatten gute Turniere, also wir hatten gute Wertungen, wir waren aber mit der Leistung auf keinem Turnier so richtig krass zufrieden, was ich auch mega schade finde, weil der Tanz so schön ist und konnten jetzt halt nicht eine deutsche Meisterschaft tanzen und nicht zeigen, was eigentlich in uns steckt, was nicht nur uns so geht. Es geht gerade jedem so, also da ist es überhaupt gar nicht, soll es gar nicht so klingen, als würde ich jetzt uns bemitleiden, es geht jedem so. Das Ding ist nur das, dass ich natürlich dann dran stand und wusste, okay, ich weiß, das ist meine letzte Saison und jetzt endet es so und ich kann es den Mädels irgendwie nicht mal richtig sagen. Wir haben keinen richtigen Abschluss und ja,
dann ist es so, dass ich eben mit den Mädels eine Videocall gemacht habe, in denen ich es ihnen gesagt habe. Und das sage ich jetzt euch auch, dass ich, und das fällt mir einfach überhaupt nicht leicht, weil es mir einfach, weil ich, wie gesagt, das mache ich ja schon immer. Also jedenfalls war das eben meine letzte Saison und ich werde aufhören zu tanzen und ich werde auch komplett aufhören zu trainieren. Also ich verlasse den Verein komplett. Nicht, weil ich was gegen den Verein habe. Ich liebe meinen Verein. Ich habe den tollsten Verein überhaupt. Aber ich möchte eben nicht mit einem Fuß da drin stehen, mit einem anderen da drin. Also es ist einfach nicht mein Naturell. Ich möchte entweder 100% oder eben gar nicht. Deswegen verlasse ich den kompletten Verein. Ich werde nichts mehr machen im Verein. Ich bin weder Trainerin mehr von der Gruppe noch von den Solos. Noch tanze ich noch. Also ich werde komplett aufhören mit dem Tanzsport. Und werde natürlich helfen, so wenn ich jetzt mal irgendwie helfen kann, gerade was Tänzestellen angeht, weil ich schon behaupten würde, dass ich relativ kreativ bin. Und versuche natürlich auch tun, also ich bin natürlich der größte Fan von Euphorica nach wie vor. Und es fällt mir natürlich unglaublich schwer, das jetzt so zu beenden, ohne einen richtigen Abschluss gehabt zu haben und keine richtigen Turniere mehr getanzt zu haben. Aber, und das, da bin ich da, das ist das, was ich so mir immer wieder sage, dass die letzte Saison, die ich hatte, die vor Corona, die war so schön und ich beende meine Karriere als Tänzerin und als Trainerin, als deutsche Meisterin, als baden-württembergische Meisterin, als damalige Ranglistensiegerin, als Masters Cup-Siegerin. Also wir hatten wirklich so, wir haben in Deutschland letztes Jahr alles gewonnen, was man in Deutschland gewinnen konnte. Und das ist die Saison, an die ich mich immer erinnern werde und nicht an diese jetzige, die natürlich mit dieser Krise geändert hat. Und dementsprechend habe ich eine schöne Erinnerung an, also ich habe einen schönen Abschluss nach wie vor und ich bin unglaublich stolz auf das, was ich mit der Gruppe Euphorica erreichen konnte. Und ja, das ist das, was ich euch sagen will. Und was mir aber halt mega wichtig ist, ist, dass es nicht an irgendetwas anderem liegt, außer an meiner Passion, auch Leidenschaft, die ich meinem Beruf gegenüber widme. Es hat nichts mit meinem Partner zu tun, dass ich jetzt irgendwie weniger Zeit, gar nicht. Es hat nichts mit anderen Faktoren zu tun. Es gab keinen Streit, es ist alles in Frieden. Wir sind so, wir lieben uns, alles ist okay. Es liegt einzig und allein an meiner Zeit, die ich meinem Beruf einfach widmen muss. Ich bin inzwischen einfach nicht mehr 20. Ich bin 27, ich kann nicht mehr immer alles hinten anstellen, hinter dem Tanzen. Ich musste mich jetzt irgendwann entscheiden und ich liebe meinen Beruf genauso, wie ich das Tanzen liebe inzwischen. Und natürlich fällt es mir nicht leicht, wie ihr merkt, aber es ist okay und ich weiß auch, dass wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich andere Türen und deswegen blicke ich voll optimistisch in die Zukunft und ich bin mir sicher, dass der Verein das super hinbekommt mit den anderen Trainerinnen. Ich bin mir sicher, dass die Gruppe toll bleibt und erfolgreich bleibt und ich wünsche das Beste nur. Ich wünsche ihnen einfach nur das Beste und möchte mich auch nochmal hier ganz, ganz, ganz doll bedanken an die wunderschöne Zeit und an die tollste Gruppe, die ich je haben konnte. Ich habe das ja schon ganz, ganz oft gesagt, dass wirklich meine Mädels von Euphorica, also Simona, Miriam, Chill, Sophie, Marie, Vanessa, Adri, ihr seid die krassesten. Meine Solos, Evelyn und Leata, ihr zwei seid die süßesten Kinder der Welt. Wirklich, also Leata, du bist schon ein Teenager, du bist schon fast erwachsen, das ist krass. Und Evelyn, du hast so viel Talent, Leata, ihr seid alle so talentiert und ich will, dass ihr es einfach krass durchzieht und weiterzieht und ich bin unglaublich stolz auf euch. Was ihr erreicht habt, ist einfach richtig, richtig toll und ich bin mir sicher, dass der Weg für euch noch lange nicht vorbei ist und ich bleib der größte Fan von euch und ja. Danke fürs Zuschauen, würde ich jetzt sagen. Ich habe nämlich jetzt echt gerade nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, weil es mir jetzt wirklich... Ich bin jetzt erleichtert auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich ein bisschen natürlich wehmütig. Und andererseits weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist. Und
ich meinem Traum einfach weiterhin folge, wie ich es immer schon getan habe. Und ja, danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wir gehen als reichsten Sieger, als Masterclass-Sieger und gehen jetzt auf diese Bühne und probieren wirklich das auszustrahlen und das zu zeigen, als was wir auch auf die Bühne gehen. Okay, ihr könnt wirklich stolz sein, was ihr bisher erreicht habt und zeigt auch, wenn wir schon hochlaufen zum Einmarsch, zeigt, was wir können. Okay? Chaga! Okay, also, und zurück in die Passkontrolle. Sail away, cross the water, set the pace, then discover it.
nicht. Aber wir sind. Ich weiß nicht, ich habe die Aufnahmen bisher noch nicht gesehen, aber die ich glaube, ja, die Kanna hat gefilmt. Kanna, das ist unsere Kamerafrau gewesen, die jetzt um wie viel Uhr ist eigentlich ihr Mittagessen irgendwann mal ist. 18:38. Und ich glaube, man hat wahrscheinlich gesehen, wie excited ich war und wie ich geheult habe. Ich konnte glaube gar nicht mehr aufhören. Ah, ist super. Wie letztes Jahr eigentlich?